So, Good Monkeys, RDLP hier und weiter geht's mit dem Drug Dealer Simulator. Ja, und die Bude ist total dunkel. Ich habe Angst, ich mach das Licht an. Also, Nachtlicht wäre aber auch nicht schlecht. Aber wenn man Waschpulver zieht, ist die Welt sowieso immer hell erleuchtet und kunterbunt. Von daher brauche ich auch kein Nachtlicht hier. Ich brauche nur Waschpulver. So, wir machen heute auf jeden Fall noch eine Mische. Ich muss Tom eigentlich kontaktieren, aber ich habe im Moment echt keinen Bock mehr auf KG. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal, weil ich muss heute mal die ganzen Dealer hier beliefern. Ah, die sitzen echt schon lange auf dem Trockenen. Wobei, es regnet ja die ganze Zeit dank dem Update. Also, na, egal. So, genau, ich muss mal gucken, wie viel schuldig denn dem Hans? Geld für das Kartell. 11.000 nur, das ist ja ein Schnäppchen, Eddie. Seit wann willst du denn so wenig Kohle haben? Warst du doch auf Geldentzug? Ja, Eddie wollte eine Therapie machen. Ihr wisst ja alle, er ist ein bisschen geldsüchtig und das hat bei ihm schon ganz krasse Maße angenommen und er hat all seine Freunde verloren. Und da hat sich Eddie mal ein Herz gefasst und gesagt, ich gehe in Therapie. Und vielleicht hat sich ja jetzt sogar was geändert beim guten Eddie. Nee, natürlich hat sich nichts geändert beim Eddie. Der ist immer noch ein geldgeiler Typ. So. Ja, toll. Wo ist mein Drogenkoffer? Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich hab doch im letzten Video noch gesagt, sollte ich mir irgendwann nicht mal merken, wo der ist, dann ziehe ich Live-Waschpulver 3 und zwar 3 Pakete. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wo ist mein Koffer schon wieder? Wie kann man den immer verlieren? Ich versteh's nicht. Bin ich total bescheuert oder was? Ey. Wo soll denn der auch wieder groß sein? Das Ghetto ist ja hier nicht Manhattan oder Südafrika, der ganze Kontinent. Der kann doch nicht ständig verloren gehen hier. Oh, ne. Ich mach das wirklich nicht absichtlich, Leute. Ich bin einfach so. So, ich hab hier, es ist 5000, na ganz toll. So. Ach, Polizeistunde ist auch noch. Das wird ja immer schöner hier. Habe ich den gestern irgendwo. Gestern vor allem, das Video ist ja locker schon eine Woche her. Kein Wunder, dass ich mich nicht erinnern kann. So. Einmal das hier. Vielleicht ist der hier. Ja, wirf doch den leeren Koffer jetzt weg. Den braucht keine Sau. Hier sind noch 1000 Dollar. Ich muss echt mal Kofferinventur machen. Ich habe ja komplett den Überblick verloren. Das ist jetzt gar nicht so toll. Ich wollte ein chilliges Video machen. Ein ganz entspanntes, kurzes Video. Jetzt ist das wieder Koffersuche 10.0. Ja, hier ist der auch nicht. Ey, ey. Ganz im Ernst, ich hab das eh offen hier. Nee, hab ich nicht. Letzte Video brauche ich. Das brauche ich gleich für deine Mische. Die habe ich nicht vergessen. Ja, das ist mir zu dämlich. Ich guck das kurz nach. Die letzte Folge war schon auf der Sehr Suche. schön. So, hier. Da habe ich, glaube ich, noch. Ja, mein Koffer müsste doch hier sein. Hä? Das ergibt doch keinen Sinn, der müsste doch hier sein. What the? Ich hab's auch alles in den Koffer. Hä? Wo ist mein Koffer? Der muss doch da sein in dem Apartment. Ich hab den doch nirgendwo hingeschmissen. Ey. Oh. Ah. Dieses Spiel. Ganz ruhig bleiben, Erdi. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Wir gehen einfach verticken. Ja, ich kann aber nicht verticken, weil ich habe ja gar keinen Stoff. Ja, es ist ja alles in dem einen Koffer. Vielleicht sollte ich mir ein neues System überlegen. Anstatt alles in einen Koffer zu packen, sollte ich vielleicht mal alles gar nicht in den Koffer packen. Ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wo ist der? Viagra. Nein, was soll ich hier mit? Brauche ich auch nicht. Weg damit. Der muss hier sein. Der kann überhaupt nicht sein, dass der schon wieder weg ist. Ey, der ist ja ständig weg. Das Spiel verarscht mich. Habe ich den hier irgendwo hingeworfen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wo der jetzt schon wieder sein soll. Oh Mann, jede Folge dasselbe. Vielleicht sollte ich erstmal die Folge zukünftig starten, weil ich meinen Koffer wieder gefunden habe. Es ist doch voll die Scheiße hier jedes Mal. Ah, ich weiß absolut nicht, wo der ist. Habe ich den nicht mitgenommen oder was? Ja, ich glaube, ich habe den da echt liegen gelassen. Warum? Das macht doch wieder keinen Sinn. Kein Wunder, dass ich den jedes Mal verliere, wenn ich den
in den Walachutten lasse. Ah, nee. So, ab jetzt schreibe ich mir das in den Editor. Nach jeder Folge schreibe ich mir auf, wo mein Koffer ist. Es langt. Ich habe das jetzt oft genug verkackt. Ja, hier ist der auch nicht. Ich krieg. Ey. Nee. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich muss das Video jetzt kurz angucken. So, doppelte Geschwindigkeit, zack, zack, zack. Da habe ich Lockpick, da habe ich also noch meinen Koffer. Ja, ja, das habe ich nicht hinbekommen, ich weiß es, danke. So, zack. Ja, ich habe es nicht hinbekommen, ich weiß. So. Hä, was mache ich denn da? Hä, der Koffer muss doch irgendwo sein. Wisst ihr was? Ich scheiß jetzt auf meinen Koffer. Ich hab eh noch so viel Koks und so. Ich scheiß jetzt wirklich auf den Koffer. Der kann mal von mir aus da bleiben, wo er ist. Vielleicht finden wir den ja nochmal zufällig. Ich hab genug Stoff am Start. Es geht mir jetzt sowas von am Arsch vorbei. Ey, nee, ich hab keinen Bock, jedes Mal 10 Minuten, die ersten 10 Minuten mit der Koffersuche zu verbringen. Es langt. Der Koffer ist jetzt da, wo er ist und ich finde ihn nicht wieder. Ich hab sowieso so viel Koks. Es ist mir jetzt egal. So, ich muss jetzt erstmal für dein Zeug was kaufen. Und zwar brauche ich 220 Gramm Hero und Fentanyl brauche ich noch, alles klar. Eddie habe ich ja Kohle gegeben, das sollte also passen. 22, gut, dann kaufe ich einfach mal 300 Gramm. Man kann das immer mal gebrauchen, so ein bisschen Hero. Und Fentanyl hole ich mal 50 Gramm, kann man auch immer gebrauchen. Hinzufügen, bestellen, zackedi zack. Backpulver müsste ich noch genug haben, 12,4. Zucker habe ich genug. Ja, jetzt muss ich nur noch das Mary Jane nochmal in den Kristallisator packen und so weiter. So, das. Ich habe jetzt überhaupt keinen Koffer. Ich weiß nicht, wo der ist. Es ist sowas von egal jetzt. Ich habe die Schnauze voll von der Koffersuche. Das war's, Leute. Mein Koffer bleibt jetzt da, wo er ist. Das interessiert mich nicht mehr. So, Killerbongs habe ich. Aber das sind nicht die kristallisierten. Achso, ich muss die eh noch verpillen, ne? Habe ich hier noch was? Meth, da habe ich auch noch. Oh mein Gott. So, zack, Produkt verpacken. Machen wir einfach mal einmal 100 Gramm zum Inventar hinzufügen. Dann kann ich das dann nämlich ganz gechillt reintun. Ja, jetzt hat RDLP wieder den Überblick. Jetzt läuft der Laden. So, 100 Gramm. Pillen herstellen. Ja, so, wohl, so will ich das sehen hier. Hero zum Wegballern habe ich sowieso noch. Sehr, sehr gut. Paracetamol kann eigentlich weg. Brauche ich, glaube ich, echt nicht mehr. Dann kann ich nämlich da die Mefter-Dinger reintun. Ah, ne, das ist nicht Mefter, das sind die Killerbongs. So, mache ich hellblau. So, wie wir das kennen. Kennen wir nicht, Erdi. So, 2x20. Dann packe ich die noch auf den Tisch da hinten. Und dann packe ich die einfach zur Probierprobe zusammen und dann passt das. Da wird das jetzt mein neuer Drogenkoffer. Ich habe die Schnauze voll. Ich gebe es einfach auf. mit der Scheiße hier. So, zack. Dann direkt mal 100 Gramm rein. Der Koffer ist ja so schön leer gerade. Das passt dann also. So, 100. Produkt verpacken. Nochmal 50, dann sind es 100. 50 plus 50 ergibt 100, Leute, falls das jemand von euch nicht wusste. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ich safe. Was? Ich habe eine Nachricht bekommen. Egal. Eine SMS. Falls jemand von euch nicht wusste, wie viel das ist, jetzt wisst ihr es. Jetzt gibt es keine Ausflüchte mehr. So. Davon muss ich, glaube ich, auch nochmal was mitnehmen. Ich packe erstmal 30 Gramm rein. So, und dann mache ich eine 20 Gramm Packung. Die brauche ich ja nachher wieder für das kristallisierte Zeug. Und da muss ich noch im Koks zusammenmischen. So, 100 Gramm Kokain. Ich glaube, du hast mir auch eine Koksmische gebracht, ne? Ja gut, dann mache ich jetzt erstmal deine Koksmische. Hero habe ich ja noch. Dann kommt heute erstmal deine Koksmische. So, 220 Gramm Coke, 4 Gramm Fentanyl. Könnte ich sogar noch haben. 34 Gramm Mary Jane, 22 Gramm Viagra. Okay, das kriege ich hin. So, 200... Hallo... Da ist auch noch was drin. Oh. Ja, da kann doch auch ruhig drin bleiben. So. 100.
Ah, oh, ist das wieder kompliziert hier. Ich wollte doch chillig dealen gehen. Dann finde ich meinen Koffer nicht. Eh klar. So, zack, zack. Wie viel war da? 220, ne? Ich guck lieber nochmal nach. Ah, meine Stimme schon wieder. So, zack. 20 Gramm. Im Moment bin ich auch wieder total verballert. So, 20. 4 Gramm Fentanyl. 22 Gramm Viagra. Habe ich noch Fentanyl? 1 Gramm, 2 Gramm. Das reicht nicht. Doch, hier ist doch Fentanyl. Ja, sehr gut. So, 4 Gramm. Dann brauche ich 30 Gramm von dem Mary Jane Zeug. Na, oh, das habe ich ja wieder toll hinbekommen. So, dann gehe ich kurz dahin. Einfach wieder genug Aceton rein krebseln, dann passt das. So, die können mich jetzt ruhig sehen, die kriegen mich eh nicht. Hey, you, stop. Grab after him. Quick, move. He's running away. So. Ja, toll, da ist wirklich nichts mehr drin. Ich habe schon wieder verkackt. Ah, das müsste aber passen. So. Vor allem, weil ich da so viel Aceton reinpacke. Ja, da kann ruhig der Rest der Flasche rein. Das soll ja auch ballern, Leute. So, zack. 2 Gramm. Ich habe doch einen Ausgangsstoff. 2 Gramm. 1 Gramm. Ach, so ist das. So ist das. Das sind alles Einzelpakete. Natürlich. Hätte ja wieder nicht anders sein können. Aber willst du jetzt komplett verarschen? Hier ist noch 20. Packe ich die alle da noch rein? Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das ist. Ah, ich glaube, ich habe schon viel zu viel. Egal. Was heißt der Gangruf minus 40? Was willst denn du? Er hat doch gar nichts verbrochen. Ich hab doch alles gemacht, Keiichi. Was willst du überhaupt? Nur weil ich Tom nicht kontaktiere oder was? Ich hab das, die Grütze doch abgeliefert gehabt. Willst du mich komplett verarschen jetzt? Hä, Gangruf minus 2? Was willst du von mir, du Hans? Ich treffe mich mit Tom, wenn ich das will. Hast du verstanden? Kann wohl die wahr sein jetzt. So. Die Packung da auch noch rein. Na, ich glaube, ich habe genug hier. Ja, das passt. So, Mix anwenden. Zack. Toll, jetzt habe ich nicht mal einen Namen gegeben. Bin wieder eine Flaute hier. So, 22, 62 Gramm kristallisieren. Ja, man kann das, glaube ich, auch ohne Aceton kristallisieren, aber dann ballert das ja gar nicht. Und das geht ja nun nicht, ne? Also... So, zack. 32 Gramm. Ich meine, du hattest 34 gesagt. Es tut mir jetzt leid. Sind halt, packe ich halt noch 2 Gramm mehr Waschpulver rein zum Ausgleich. Das passt dann schon. So, ich will das kurz mal rauchen, falls man das rauchen kann. Ich glaube, das muss man sich eher durch die Nase spritzen. Keine Ahnung. So, ich muss erstmal hier. Und dann speichere ich kurz. Ist mir jetzt egal mit dem Gangruf. Es ist mir sowas von egal. Ich habe eh keinen Bock mehr auf KG. Der kann mich sowieso mal, der Hans. Das schaffe ich wieder nicht. Oh Gott. Ich hab's gepackt. Ich hab keinen Plan, wie ich es gepackt habe, weil ich komplett drauf bin. Aber ich hab's gepackt. Jetzt muss ich nur meinen Koffer wiederholen. Und der Laden ist sowas von geritzt. Oh Mann. The police found your Mary Jane plan. Was für Mary Jane plan? Plane, meine ich. Plans. Ach, Plane. Ein Mary Jane Flugzeug. Genau, RD. Das macht natürlich viel mehr Sinn. Kann ich jetzt endlich meine Kleidung wechseln? Die müffelt. Und zwar nach Aceton. So. Dann hole ich kurz meinen Koffer wieder. Ah, die Folge wird schon wieder nichts. Seit 2 Folgen kriege ich nichts hin, weil ich so verballert bin. Ja, man sieht gar nicht, dass ich verballert bin. So schön. So macht das Leben Spaß. Ich glaube, ich habe das sogar... Ich habe es in Einzelpakete gepackt. Ich bin so dämlich. Oh, nee. Ich muss eben nüchtern werden, sonst dauert das ewig. Das war jetzt wieder total dämlich. Was ist denn heute los mit mir? Schon wieder. Ja toll, jetzt kann ich das auch noch machen. Ich mache jetzt erstmal die Mische fertig.
Eddie kann mich mal. Oh, das wird ewig dauern, das da rein zu präseln. Oh, nee. Wieso bin ich so ein Vollidiot? Ja, heute noch, ey. Ich will noch ins Bett heute. Das kann doch wohl nie wahr sein. Ich will noch mit Amy kuscheln. Ey, da... Ach. Nein, doch nicht Mary Jane da drauf. So, zack. Das wird ewig dauern. Es muss erst gepowdert werden, natürlich. Natürlich, hier, das kann alles da rein. Dann passt das sogar... Ey, ich habe total deine Mische schon wieder vergessen. 34 Gramm, ja, dann passt das ja sogar mit dem, was hier noch drin war. Ja, sehr gut. Ja, es ist nur 1 Gramm, ich kann da schlecht 0,5 reintun. Oh, ne. Kann ja wieder lange dauern hier. Oh. Ja, wie soll ich euch jetzt unterhalten? Ich erzähle ein paar Witze. Kommt Fritzchen auf den Trecker, sagt der Bauer, Fritzchen... Trecker fahren, du bist erst 6 Jahre alt, hast du schon einen Führerschein? Sagt Fritzchen, klau mir nicht meine verdammten Tomaten, du Penner. Ja, okay, das war ein guter Witz. Ich sollte echt mal zu so einem Witzewettbewerb gehen, so in einer Bar oder so, und dann diese Scheißwitze erzählen. Einfach auf die Bühne stellen, ohne sich was überlegt zu haben und einfach irgendwas sagen. Das kommt bestimmt super an. So, irgendwie muss ich hier ja die Zeit totquatschen. Sonst pennt ihr ja alle ein, wie ich hier das Aceton-Weed in die Kaffeemühle packe. Oh Mann. Ja, kein Wunder, dass Eddie immer sagt, dass ich sein schlechtester Mitarbeiter bin. Dann sage ich, Eddie, ich bin dein einziger Mitarbeiter. Und dann sagt er, ja, kein Wunder, dass der Laden hier nicht läuft. Und dann sage ich, Eddie, ich habe dich zum Milliardär gemacht. Und dann sagt Eddie... Ja, mit meinen Ressourcen hättest du mich längst zum Billiardär machen müssen. Und dann schickt er mir wieder Killerkommando auf den Hals, der Typ. Oh Mann, Eddie. Richtige Hassfreundschaft geworden zwischen ihm und mir. So, 31. Ja, passt genau. Passt wie die Faust aufs Auge. Sehr gut. Ich brauche halt jetzt auch immer das komplette Video, um eine Mische fertig zu machen. Es ist richtig gut. Super Sache. So, Mix anwenden. Nee, ich bin doch noch gar nicht fertig. Oh. 22 Gramm Viagra. Habe ich denn Viagra? Wieso habe ich kein Viagra? Hallo, als Kerl braucht man immer Viagra zu Hause. Drehe ich jetzt völlig durch oder was? Jetzt völlig den Verstand verloren. Ich kann doch nicht ohne Viagra hier sitzen. Oh Mann, ey. Wo ist denn mein Geldkoffer? Oh, oh, oh. Da muss ich erstmal zu Jamies Apotheke. Es wird ja mal schöner heute. So. Da renne ich aber hin. Die Bullen können mich jetzt mal. Beziehungsweise die Polizei. Wir wollen uns ja hier korrekt ausdrücken. So. Ah, oh, dieses Spiel habe ich immer geliebt. Oder Seilspringen in der Grundschule. Boah, ich war der King im Seilspringen. Und im Hula-Hoop-Reifen. Auch. Ach, lass mich jetzt. Ich muss nur... Das wird nichts. Bam! Kommt wieder, wenn ihr Luft kriegt. So, jetzt erstmal das Viagra kaufen. Nein, ich habe nicht alles, deshalb stiefel ich hier mitten in der Nacht in deine Apotheke, du Hans. So. Ja, ich hole mal lieber zwei. Wie viel ist denn da drin? 15 Gramm? Ja, das passt. $140! Also Leute mit Erektionsstörungen in diesem Ghetto, die haben ja total die Arschkarte. Fuck. Das ist ganz schlecht. Natürlich kriege ich so ein Lag reingeknallt, kurz bevor ich da bin, ist eh klar. So typisch mein Spiel. Ja Leute, es tut mir voll leid, aber in diesem Video habe ich schon wieder nichts hinbekommen. Es tut mir wirklich leid. Ich mache jetzt noch die Mische fertig und dann war's das. Ich hab keine Wahl. Das wird zu lange gehen, das Video. Naja, was soll's. So. Zack. Speichern tue ich jetzt nicht. Ich hole erstmal das Paket wieder. Ach, das ist hier direkt. Sehr gut. Ist das der tote Briefkasten? Ja. So, jetzt habe ich alle Produkte beisammen.
Jetzt kann der Arbeitstag losgehen, die Nachtschicht kann beginnen. Kriegt einer von euch das eigentlich mit den Haarnadeln hin? Ich auf jeden Fall nicht. Aber ich bin ja auch keine Frau. So. Firecracker. Erstmal was aus Jamies Apotheke mitgehen lassen. Der olle Hans soll ja keine Überdosis bekommen. Wen soll ich denn dann haten, wenn Jamie down ist? Also, das geht ja nun auch nicht. So, Viagra. Hier ist nichts mehr drin. 22 Gramm Viagra waren das, wenn ich mich nicht irre. Nimm doch die volle Packung. Wir wollen die volle Packung, wir wollen die volle Dröhnung. Das passt. So. Was brauche ich danach? Ich glaube, da war nicht mehr viel. 10 Gramm Salz, 10 Gramm von deinen Killerbongs. Okay, das kriege ich hin. Nein, was machst du jetzt? Leg das sofort auf den Tisch. So. 10 Gramm von deinen Killerbongs. Wo habe ich die denn? Ah, hier. Jetzt habe ich zwei Drogenkoffer, dann muss ich nicht immer suchen. Nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Habe ich hier noch was drin? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann packe ich kurz das hier rein. Das ist mir jetzt nämlich zu dämlich. Pillen herstellen. Was war das jetzt? Backpulver? Ey, ich sollte mir mal die Sachen merken hier. 10 Gramm Salz. Ach so, Salz. Salz habe ich sogar noch. Das kann da sogar so rein. Das ist sehr gut. So, zack, 10 Gramm. Und dann 20 Gramm. Beziehungsweise 10 Gramm. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal einzeln hier alles rein zu brezeln. Gehen die so rein? Ne, das muss locker gepowdert werden. So, dann Mix anwenden. Und wie wolltest du das Ganze genannt haben? Coco Loco. Okay. Guter Name. Warte, ich muss das natürlich auch richtig schreiben. Coco Loco, alles zusammen. So, das probieren wir gleich erstmal. Da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, wie das schmeckt. Erstmal die Spritze rauskramen. Nee, das ist ja Kokain. Das raucht man ja. So, zack. Dann packen wir erstmal was da rein. Ich muss sowieso für die Dealer und so. 100 Gramm brauche ich locker in dem neuen Drogenköfferchen. Ja, dann verliert man halt mal 2 Kilogramm Stoff, wenn man seinen Koffer verschlammt. Ganz normal bei RDLP. So, Coco Loco. Okay, wir machen mal einen kurzen Testlauf. Ob ich wieder in die dritte Dimension glitsche. Oh shit, ein Kopf. Mann, nicht mal in Ruhe koksen kann man hier. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, ist eine gute Mische, ist aber eine sanfte Mische. Ah, okay, no, wenn man läuft, dann merkt man die Mische schon. Okay. Ja, so viele Dosen kannst du nicht auf einmal nehmen. Ich bin noch nicht mal halb drauf, ey, das gibt's noch nicht. Aber gute Mische, finde ich gut. Da werden, glaube ich, nicht so viele von verrecken. Dann sehen wir uns tatsächlich beim nächsten Video. Und da mache ich die ganzen Dealer direkt. Ich bedanke mich, RDLP, und ja. Oh Gott, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Ich kann das Video doch noch nicht beenden. So, diesmal. Was zur Hölle? Willst du auf den Tee vorbeikommen oder was? Wie wär's? Ja, komm doch rein. Gar kein Thema. Jetzt ist er weg. Ich kann das Video nicht beenden, wenn ich, ihr wisst schon, was nicht gemacht habe. Ich meine, ich habe sie heute noch nicht einmal gesehen. Amy nicht begrüßen beim Dractila Let's Play, das ist wie, wenn ich aufhören würde zu atmen oder aufhören würde Tütenwein zu trinken. Das geht einfach nicht. So. Guten Morgen, mein Spatz. Ja, siehst du, jetzt ist sie zufrieden. Sie wollte Scheidung schon einreichen, aber RDLP ist natürlich ein Charmeur und denkt an sowas. So. Alter, ich bin voll gut. Seht ihr das? Mittlerweile bin ich echt ein Profi. Gut, dann bis zum nächsten Video. Bis dann, RDLP.